Ich erinnere mich noch, als Elias Canetti uns im Archiv besucht hat, einige Jahre vor seinem Tod, und wir haben ihm diese Blätter hingelegt und er hat einen Moment Schweigen bewahrt und dann hat er gesagt, das ist ja unglaublich lebendig. Und das ist es. Das ist ein flirrender Kosmos. Und Canetti ist dann, glaube ich, nach Hause gegangen und hat sich in seine Aufzeichnungen hineingeschrieben, Robert Walser wiederentdeckt unter vielem das lebendigste Punkt, Kafka verblasst. Kafka verblasst. Weil er ja so ein großer Verehrer von Kafka war und am Ende seines Lebens das Gefühl hatte, Robert Walser fasziniert ihn sogar mehr. Und das ist dieser Moment, ich werde es nie vergessen, wo er vor diesen Manuskripten stand und diese ungeheure Lebendigkeit sah und auch auf sich übergehen spürte. Und das ist uns auch so gegangen. Zu Lebzeiten verkannt, erfährt das Werk des Schweizer Schriftstellers Robert Walser inzwischen höchste Wertschätzung. Am kommenden 15. April wäre der Poet 125 Jahre alt geworden. Bernhard Echte leitet das Robert Walser Archiv in Zürich. Er hat in jahrelanger Detektivarbeit gemeinsam mit Werner Morlang die Mikrogramme von Robert Walser transkribiert. In der heutigen Sternstunde Philosophie gibt Bernhard Echte nun Einblick in das rätselhafte und faszinierende Leben und Schreiben des mythenumsponnenen Autors Robert Walser. Herr Echte, das Interesse an Robert Walser und an seinem Werk ist eigentlich erst nach seinem Tod im Jahr 1956 entstanden. Was fasziniert denn die Menschen so an Robert Walser und an seinen Texten? Ja, es ist so eine merkwürdige Mischung, dass er einem zum einen so nah zu sein scheint und dass man ihn gleichzeitig so wenig kennt. Er spricht, glaube ich, seine Leser auf eine so persönliche Art und Weise an wie kaum ein anderer Autor, so scheinbar wenig literarisch, und trotzdem entzieht er sich einem permanent. Und als man ihn langsam wiederentdeckte, sprach Martin Walser, nicht verwandt ja mit Robert, zunächst von dem Robert Walser als einem verwunschenen literarischen Grab. Etwas sehr, sehr Geheimnisvolles. Martin Walser hatte nur sehr wenige Texte von Robert Walser gelesen und hatte irgendwie das Gefühl, das ist ein ganz spezieller Klang, ein ganz besonderer Autor, der einem sehr, sehr nahe ist und wir wissen fast nichts von ihm. Wenn ich Robert Walser nicht kennen würde und auch keine Texte von ihm gelesen hätte, wie würden Sie ihn mir vorstellen? Als einen Menschen, der ganz anders ist als andere Autoren, weil er nie ein Exponent der öffentlichen Meinung sein wollte, nie ein Großschriftsteller sein wollte, sondern immer ein unscheinbarer Mensch war, wie fast alle anderen auch. Und dass er in der Art, wie er geschrieben hat, sich nicht an die Gesetze eigentlich der literarischen Gattungen gehalten hat, sondern einen merkwürdigen, direkteren Weg zu seinen Lesern gesucht und auch gefunden hat, obwohl das damals, als er lebte und schrieb, nur sehr wenige Leute realisiert haben. Sie haben den deutschen Schriftsteller Martin Walser erwähnt. Er ist mit Robert Walser nicht verwandt. Er hat einmal gesagt, die drei größten Prosawerke der deutschen Sprache in seiner Sicht wären also der Roman Jakob von Gunten von Robert Walser, es wäre Wilhelm Meister von Goethe und es wäre der Prozess von Franz Kafka. Das heißt, Robert Walser gehört zur Weltliteratur. Ja, also das steht für mich auch vollkommen fraglos fest. Er ist ein Autor, der wirklich keinem anderen Autor gleicht, der sein Werk in einer Kompromisslosigkeit und Geschlossenheit geschaffen hat, wie das beispiellos ist. Und wenn Sie schon gerade den Roman Jakob von Gunten ansprechen, das ist ja eine ganz, ganz merkwürdige Welt. Man befindet sich da in einer Dienerschule, einem Knabeninstitut, und der Held tritt ein,
mit dem Ziel, eine reizende kugelrunde Null im Leben zu werden. Nun versetzen Sie sich zurück in die wilhelminische Epoche, da wollte alles groß, bedeutend und repräsentativ sein. Und da kommt einer und setzt sich das Programm vor, eine Einübung ins Nichtswürdige vornehmen zu wollen. Gleichzeitig widerspricht das sich natürlich schon auf der ersten Seite dieser Jakob von Gunden. Er will natürlich auch reich sein und Gelder verschwenden. Und man weiß eigentlich gar nicht so genau, was ist das eigentlich für ein Roman, in dem man da hineingeführt wird. Es ist außerordentlich rätselhaft. Und Franz Kafka übrigens hat dieses Buch sehr, sehr geliebt. Und ich denke, Franz Kafka mit der geschlossenen Atmosphäre dieser rätselhaften Welten, die er konstruiert, wäre ohne die Lektüre von Robert Walser nicht denkbar gewesen. Es gibt viel Rätselhaftes auch im Leben von Robert Walser. Wie sind Sie denn persönlich dem Werk, den Texten von Robert Walser das erste Mal begegnet? Durch einen Zufall. Und zwar hat eine Tante von mir ein Buch von Martin Walser kaufen wollen und erwischte eins von Robert und guckte da rein und war ein wenig befremdet und dachte aber, das könnte mir gefallen. Und das war der Roman Geschwister Tanner, der Mitte der 70er Jahre wieder aufgelegt wurde. Und ich las das Buch auf einer Zugreise. Ich war, muss man dazu sagen, kein literarisch sonderlich interessierter junger Mann. Aber ich wusste nach 5 Minuten, das ist mein Autor. Von dem muss ich alles lesen, was ich in die Finger kriege, was damals ziemlich schwierig war, weil es die Bücher noch nicht so verfügbar gab. Und dann ist aber ja Mitte der 70er Jahre eines nach dem anderen wieder erschienen, 78 auch die Gesamtausgabe, und da konnte ich dann meine Neugierde vorderhand befriedigen. Und in Zürich sind Sie dann direkt mit Robert Walser und seinen Texten, meine ich, in Kontakt gekommen? Zürich war eine, das ist auch so eine Geschichte, ich wollte eben einmal dieses Archiv besuchen, als ich junger Student war. Ich habe dann wegen Robert Walser, denke ich, Germanistik studiert und bin dann mal von Tübingen mit dem Velo nach Zürich gefahren, um dort dieses Archiv zu besuchen. Und dort ist dann nach einigen vergeblichen Kontaktaufnahmen, bin ich dann dort empfangen worden und dann hat man mir märchenhafterweise spontan angeboten, dass ich doch diese Mikrogramme mir mal angucken könne. Und etwas Großartigeres, Verheißungsvolleres und Wunderbares hätte mir nicht begegnen können. Diese Mikrogramme sind Texte, die in sehr kleiner Schrift verfasst sind. Wir werden darüber ausführlich noch sprechen. Wir haben einen kleinen Filmbeitrag vorbereitet. Sie haben dann lange an diesen Texten gearbeitet. Wir werden sie sehen zusammen mit dem Publizisten und Literaturkritiker Werner Morlang. Diese Texte sind inzwischen alle publiziert. Das heißt, die Aufnahmen sind, die wir zeigen, auch schon ein paar Jahre alt. Fahnder an der Lupe. Nicht im Kriminalistischen Institut, sondern im Literarischen Archiv. Gefahndet wird nach Buchstabensinn. Was lange für eine Geheimschrift gehalten wurde, ist nun entziffert. Texte von Robert Walser, dem größten Deutschschweizer Schriftsteller der ersten Jahrhunderthälfte. Von diesen Mikrogrammen ist nun ein vierter Band mit entzifferten Texten erschienen. Die beiden Philologen Bernhard Echte und Werner Morlang sind mittlerweile 10 Jahre an der Arbeit. Einen ganzen Roman auf 24 solchen nicht einmal heftgroßen Blättern hatte uns der dritte Band der Mikrogramme beschert. Literatur selbst auf Visitenkarten. Für Robert Walser war kein Platz zu klein für große Kunst. Robert Walser schrieb seine Mikrogramme Ende der 20er Jahre. 1928 war er 50. 20 Jahre zuvor war er in Berlin ein geachteter Autor gewesen, zum Beispiel mit seinem Roman Jakob von Gunden. Doch je länger sein Leben dauerte, desto mehr ließ das Interesse der Buchverlage und des Publikums an Walser nach. Von den Mikrogrammen wurde noch das eine oder andere als Zeitungsbeitrag veröffentlicht. Dann verstummte Robert Walser. Die letzten 28 Jahre verbrachte er in der psychiatrischen Klinik. Herr Echte, ganz verstummt ist Robert Walser nicht. Sie haben gerade letzthin erst wieder Texte noch publiziert, die bisher Texte von Robert Walser, die bisher unbekannt und nicht veröffentlicht waren. Wie kommt es denn, dass 50 Jahre beinahe nach seinem Tod immer noch Texte, unveröffentlichte, publiziert werden? Das hat zum einen damit zu tun, dass Robert Walser viel in Zeitungen geschrieben hat.
Er war Feuilletonist, wie man damals sagte, und er hat seine Prosastücke, das ist ja seine selbst erfundene Literaturgattung gewissermaßen, seine Prosastücke sind im Wesentlichen in Zeitungen erschienen. Und er hat auch über Agenturen die vertrieben und hat die selber zum Teil gar nicht mehr gehabt, die Belege. Zum anderen spielt da auch sein Schicksal hinein, dass er ja 1929 in die psychiatrische Klinik kam und sein Nachlass sich eigentlich nur zufällig erhalten hat. Seine Schwester Lisa hat dann irgendwann das Zimmer geräumt und es steht zu vermuten, dass sie auch das eine oder andere weggeworfen hat. Also was sich als Nachlass erhalten hatte, das fand in zwei Schuhkartons Platz. Walser selber gehörte aber auch zu den Leuten, die sich nicht selber dokumentiert haben. Er hat sich also nicht quasi eine eigene Sammlung angelegt. Er hat sich nicht aufs Piedestal stellen wollen. Und er hat periodisch in seinem Leben auch Materialien zurückgelassen. Koffer beispielsweise im Hotel Blaues Kreuz in Biel. Den muss es gegeben haben. Da muss allerlei drin gewesen sein. Den hat man nach seinem Tod weggeworfen, weil man ja gar nicht mehr wusste, dass das ein wichtiger Autor sein könnte. Sie arbeiten seit 20 Jahren an Texten von Robert Walser. Sie leben in Wenswil in der Villa zum Abendstern, in der Robert Walser auch einmal eine Zeit lang gearbeitet hat. Dort spielt der Roman Der Gehülfe. Sie sind also ganz umgeben von Robert Walser. Haben Sie da auch Gegengifte entwickelt? Ja, das musste sein. Also Robert Walser sagt ja selber an einer Stelle, dass er zarte Befürchtungen für die Seele dessen hegt, der sich zu intensiv mit ihm beschäftigt. Und Robert Walser hat etwas Labyrinthisches an manchen Stellen und man wird ja von ihm, man ist immer sozusagen auf der Suche nach ihm und findet ihn nicht, wie ich ja schon anfangs so ein bisschen angedeutet habe. Und deshalb habe ich auch tatsächlich Gegengifte gebraucht. Walser ist aber jemand, der einen gewissermaßen auch weiterreicht an andere Autoren. Er hat sehr viel gelesen und einer der Autoren, die er noch in der psychiatrischen Klinik geschätzt hat, war Friedrich Glauser. Und das war für mich auch so ein Hinweis auf einen Autor, der auch mehr oder weniger vergessen gewesen ist. Und so habe ich auch dessen Werke herausgeben können. Und auch noch andere Autoren sind mir dann unter die Finger gekommen. Also das ist schon so, dass ich noch andere Dinge tue. Aber tatsächlich ist Robert Walser für mein Leben geradezu unheimlich prägend geworden und Sie haben es angesprochen, zuletzt durch diesen Kauf der Villa zum Abendstern, die hätte abgerissen werden sollen und da sich niemand verantwortlich fühlte, die zu retten, habe ich mich darum bemüht und durch glückliche Umstände und durch die Großzügigkeit auch des Vorbesitzers ist es dann möglich geworden, das zu tun. Wenn wir jetzt einmal schauen, die Texte von Robert Walser, sie gelten als sehr eigen. Wir haben jetzt diese Mikrogramme gesehen. Es gibt sehr viel Rätselhaftes im Leben von Robert Walser. Was macht seine Texte denn so eigen, zu walserschen Texten sozusagen? Ja, es ist so, dass er eigentlich keine Geschichten erzählt. Wir sind ja vielleicht doch gewohnt, dass eine Sache einen Anfang, ein Ende hat, womöglich auch spannend ist, dass man bestimmte Charaktere voneinander unterscheiden kann. Das gibt es alles bei Robert Walser mehr oder weniger nicht. In den Romanen am Anfang bemüht er sich schon darum, aber auch dort sprechen die Leute alle mehr oder weniger gleich. Und Entwicklungen findet man in diesen Romanen auch nicht. Und wenn man die Sachen liest, hat man den Eindruck, ja, das verstehe ich alles. Das ist nirgends irgendwo rätselhaft und das kommt so mit einer seltsamen Ruhe, ohne Nachdruck daher, beschäftigt sich fast nur mit alltäglichen Dingen und Leute, die gewissermaßen einen speziellen, interessanten oder spannenden Stoff suchen, die kommen bei ihm nicht auf ihre Rechnung, sondern es wirkt sehr alltäglich, es wirkt sehr schön sprachlich, aber man fragt sich, ja, wozu ist das eigentlich alles da? Und dann merkt man, Robert Walser ist eigentlich ein Medium der Welterfahrung, in einer bestimmten Art und Weise die Welt zu sehen und zu empfinden. Und man kann das gar nicht so schnell eigentlich erfassen, was da das Besondere ist. Martin Walser hat das auch ganz treffend geschildert, als er sagte, diese Bücher sind so ganz langsam in ihn hineingesunken. Man kann sie nicht einfach erfassen oder runterschlucken, sondern man muss sich nach und nach in ihre Welt begeben und dann wird man etwas ganz Merkwürdiges an sich verspüren. Man wird selber eigentlich immer sensibler,
auf Sprache. Man guckt plötzlich die Welt ein wenig anders an. Und es vollzieht sich eine Wirkung an einem selber, wenn man sich den Sachen aussetzt. Wie macht er das sprachlich? Vielleicht haben Sie ein Beispiel mitgebracht, wo Sie das zeigen können. Ich glaube, das kann man merkwürdigerweise gar nicht erklären, wie er das macht. Vielleicht insofern, als seine Sprache ungeheuer melodiös ist. Man hat so das Gefühl, das fließt eigentlich sehr einfach. Dabei sind seine Worte sehr speziell. Und es ist auch vieles nur angedeutet. Also dann merkt man plötzlich, man hat ein Prosastück gelesen, das geht 5 Minuten, dann schlägt man es zu und fragt sich, was hat es jetzt eigentlich für einen Inhalt gehabt? Und man kann es ganz schlecht memorieren. Man war nur diese 5 Minuten in einer anderen Welt, hat sich, wenn man ein Empfinden dafür hat, gut unterhalten. Es war auch interessant. Man ist Wörtern begegnet, die man an keinem anderen Ort in der Literatur findet. Er hat ja unendlich viele Wortschöpfungen gehabt, die auch zum Teil sehr witzig sind. Er spricht an einer Stelle zum Beispiel von Behendigkeitsschlappheit oder von Behendigkeitsschlappheit oder von Zivilisationszentralisation und solchen Dingen. Er macht sich ausgiebig lustig auch über die Sprache und man muss dafür ein gewisses Empfinden haben. Er hält einen auch häufig zum Besten als Leser. Es gibt diesen berühmten Romananfang des Räuberromans. Edith liebt ihn. Also er fällt sozusagen mit der Tür ins Haus mit dem bedeutsamsten Thema der Literatur. Edith liebt ihn. Hiervon nachher mehr. Ist der zweite Satz. Das heißt, können wir mal aufschieben, reden wir mal über anderes. Das ist natürlich sehr augenzwinkernd gesagt. Aber wer jetzt das Ganze sehr ernst auffasst, der wird natürlich irritiert und sagt, was soll da? Kann der mir jetzt nicht das anständig erzählen, ungefähr. Also, Robert Walser spielt auch permanent mit dem Leser. Es sind agierende Texte. Es ist nicht einfach nur so dahin erzählt, dass man zuhören könnte, sondern man muss sehr aufmerksam sein, auch beim Lesen, damit man diesen Witz und diese Wendigkeit auch mitbekommt. Ließe sich denn jetzt, Sie haben sich mit dem Manuskript, mit seinen Schriften so intensiv beschäftigt, sein Leben sozusagen im Spiegel der Manuskripte lesen? Ich meine, es gibt eine Entwicklung von den hingezauberten Manuskripten, wunderschöne Textseiten in schöner Handschrift, bis hin zu den Mikrogrammen, die wir gesehen haben, die von Auge nicht mehr entzifferbar sind, wo er sich fast wie zurückzieht. Gibt es da Beobachtungen für sein Leben in dieser Entwicklung? Zum einen insofern, dass er ja eigentlich fast nie über etwas anderes geschrieben hat als über sein Leben. In 1000 Rollen tritt er vor uns. Er spricht ja auch von einem mannigfaltig zertrennten und zerschnittenen Ich-Buch. Also es geht merkwürdigerweise immer über ihn selbst, aber man entdeckt ihn trotzdem als solchen nie. Er spricht auch davon, dass sich seine Texte auf einer Art von Theater aufbauen, das aus seinem Leben selber erbaut worden ist. Und dann gibt es noch diese zweite Ebene, die Manuskriptebene, die Sie ansprechen. Robert Walser tritt in die Literatur mit Manuskripten, die schon zu seinen Lebzeiten einen gewissen Ruhm erlangt haben. Walter Benjamin schreibt 1929 auch davon, dass er davon gehört habe, dass Robert Walser seine Texte ohne irgendwelche Korrekturen direkt runtergeschrieben habe. Und tatsächlich ist das so. Die frühen Manuskripte, die Romanmanuskripte Geschwister Tanner, Gehöfe, die sich erhalten haben, sind kalligraphische Wunderwerke. Mit der schönsten, entspanntesten Schrift runtergeschrieben. Und diese Fähigkeit kommt ihm um 1910, 11, als er sich in Berlin vom literarischen Leben zurückzieht, abhanden. Und dann kommt eine Periode, wo man ihn kämpfen sieht mit der Hand, mit der Schrift und wo er nicht mehr auf Anhieb schreiben kann, wo er Entwürfe macht, abschreibt. Und um 1918 findet er dann die Lösung. Er geht dann von der spitzigen Stahlfeder auf den Bleistift über und macht zunächst Entwürfe mit dem Bleistift. Und da gelingt ihm das wieder, dieses ruhige, besinnliche Schreiben, wo auf Anhieb eigentlich der Text entsteht, fast ohne Korrekturen. Das wunderschöne Schriftbild ist auch wieder da. Und über den Bleistiftweg
wird Robert Walser, wie er selber gesagt hat, wieder gesund. Das war für ihn ein Weg der Gesundung. Und in den 20er Jahren erfolgt dann eine Periode eigentlich fast beispielloser Produktivität. 40% seines Werkes sind in dieser Zeit entstanden, also in dieser Zeit der Mikrographie. Und man hat ja schon früh eigentlich diese Winzig-Schriftmanuskripte pathologisiert, aber es ist genau das Gegenteil. Also nicht Ausdruck einer Krankheit, sondern einer Gesundung. Mhm. Und einer ungeheuren Produktivität, die sich daraus wieder ergeben hat. Und man sieht das diesen Blättern an, die sind wunderschön, die sind verspielt, die sind zart, die sind grazil. Ich erinnere mich noch, als Elias Canetti uns im Archiv besucht hat, einige Jahre vor seinem Tod, und wir haben ihm diese Blätter hingelegt und er hat einen Moment Schweigen bewahrt und dann hat er gesagt, das ist ja unglaublich lebendig. Mhm. Und das ist es. Mhm. Das ist ein flirrender Kosmos. Und Canetti ist dann, glaube ich, nach Hause gegangen und hat sich in seine Aufzeichnungen hineingeschrieben, Robert Walser wiederentdeckt unter vielem das lebendigste Punkt, Kafka verblasst. Kafka verblasst. Weil er ja so ein großer Verehrer von Kafka war und am Ende seines Lebens das Gefühl hatte, Robert Walser fasziniert ihn sogar mehr. Und das ist dieser Moment, ich werde es nie vergessen, wo er vor diesen Manuskripten stand und diese ungeheure Lebendigkeit sah und auch auf sich übergehen spürte. Und das ist uns auch so gegangen. Sie haben jetzt von der Bedeutung der Texte des Werkes von Robert Walser gesprochen. Es wird schon im Spiegel der Manuskripte sein Leben deutlich. Schauen wir ein bisschen sein Leben an. Er ist 1878 in Biel geboren. In welchen Verhältnissen ist er denn da aufgewachsen? Was hat ihn geprägt? Das war zunächst eine kinderreiche Familie. Das waren 8 Kinder. Sein Vater war zunächst Buchbinder gewesen und machte dann ein Haushaltswarengeschäft auf, hatte zunächst damit Erfolg und dann kam eine Periode wirtschaftlicher Depression und die Familie ist radikal verarmt. Mhm. Und das hat, wie Robert Walser das genannt hat, zu einer Zerrüttung der Familie geführt. Die älteren Kinder mussten dann gucken, dass Geld verdient wird. Und auch als Robert Walser 14 war, wurde er dann von der Schule genommen und musste auch Geld verdienen und wurde dann auf eine Bank getan. Und dieses Erlebnis der plötzlichen Verarmung der Familie hat ihn sehr, sehr stark geprägt. Und die Mutter insbesondere muss sich sehr gegen diesen Niedergang aufgelehnt haben und muss daran auch zerbrochen sein. Das ist ein tiefes, dunkles Trauma, was eigentlich über allen Walser Kindern sehr lange gelegen hat. Dieser Zusammenbruch der Mutter eigentlich unter diesen Verhältnissen, während der Vater sich zu fügen wusste und dann auch nach und nach, dass sein Geschäft auf sehr, sehr niedrigem Niveau wieder aufrechterhalten konnte. Ja, aber Robert Walser ging dann eben zunächst auf eine Bank. Er war ein sehr guter Schüler gewesen, aber er musste Geld verdienen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich wollte er Schauspieler werden. Ja. Warum hat er diesen Wunsch, diesen Traum nicht realisieren können? Er hat es versucht. Mhm. Nicht? Also er hat schon in Biel, als er auf dem Bieler Stadttheater mal Schillers Räuber sah, diesen kühnen Plan gefasst, er möchte auch Schauspieler, Heldendarsteller werden, hat dann eben seine Banklehre sehr schnell, also vorzeitig sogar abgebrochen, ist nach Basel gegangen, Schauspielunterricht genommen offenbar, ging dann seinem Bruder hinterher, der in Stuttgart Dekorationsmaler lernte und während der Lehre half, Kulissen fürs Hoftheater zu malen. Und da hat dann Walser versucht, Schauspieler zu werden, hat auch mal offenbar irgendeine Mimen vorgesprochen und der hat ihm dann zu verstehen gegeben, vielleicht war es auch eine Sie, man weiß das nicht so genau, hat ihm dann zu verstehen gegeben, dass ihm der göttliche Funke fehle. Für die Schauspielerei. Ja. Und dann soll Robert Walser angeblich seiner Schwester Lisa nach Hause geschrieben haben, mit dem Schauspielerberuf ist es nichts, so werde ich denn, so Gott will, ein großer Dichter werden. So einfach konnte sich das ein 17-Jähriger noch vornehmen, aber es wurde dann nicht so einfach, obwohl sein Start märchenhaft war, muss man sagen. Er hat dem Josef Viktor Wiedmann, dem damaligen Redakteur des Berner Bund, ein Heft mit Gedichten geschickt.
der hat die gelesen und war sofort angerührt davon und dachte, das ist etwas Besonderes und hat das ins Sonntagsblatt des Berner Bund eingerückt. Allerdings nur unter den Initialen R.W. Also das Rätsel steht im Grunde schon ganz am Beginn. Anfang. Und Franz Blei in Zürich las diese Gedichte und dachte auch, das ist ein Naturtalent, das ist ein Originalgenie, den muss ich kennenlernen. Suchte den Robert Walser auf, der Commis war damals in Zürich, also Schreiber auf Banken, Versicherungen, knöpfte ihm ein weiteres Heft von Gedichten ab und vermittelte die in die literarischen Zentren Deutschlands und Österreichs damals, sodass von dieser fast anonymen Publikation im Berner Bund aus Robert Walser emporkatapultiert worden ist in die literarische Avantgarde in München, Berlin und in Wien. Und also schneller konnte das eigentlich gar nicht gehen. Aber da ist dann Robert Walser dann auch in eine fürchterliche Spannungssituation hineingekommen, denn ein literarisches Talent und Gerücht zu sein, ist das eine. Den Lebensunterhalt zu verdienen, ist das andere. Er musste weiterhin rumjobben in Zürich auf den verschiedensten Büros und hat dann immer wieder Anläufe gemacht, als Autor zu leben. Ist nach Berlin und München gegangen und stellte fest, er kann sich auf diesem gesellschaftlichen Parkett nicht bewegen. Ich habe an einen Text gedacht, wo er dasselbe beschreibt, was es heißt, Schriftsteller zu sein. Da schreibt er, der scheinbar fidele und elegante Schriftstellerberuf kann sehr hart, mitunter sehr langweilig, oft aber auch sogar gefahrvoll sein. Ja, das Was ist denn daran so gefahrvoll? Gefahrvoll ist für ihn vielleicht gewesen die Illusion, dass wenn jemand bemerkenswerte poetische Texte schreibt und die auch publiziert werden, dass er damit schon Schriftsteller ist. Schriftsteller sein heißt aber auch, sich eine gewisse soziale Position zu erarbeiten. Und darauf war Walser, glaube ich, überhaupt nicht vorbereitet. Und er hat auch sehr schnell Misstrauen gegenüber dem Betrieb entwickelt und hat gesehen, da gibt es ja jede Menge Leute, die versuchen eigentlich nur mit der Schreiberei einen prestigiösen sozialen Posten zu ergattern. Also da gibt es jede Menge Leute, die die Poesie eigentlich permanent verraten und die geben den Ton an, weil die nämlich wissen, wie man von sich reden machen kann. Und das hat er eigentlich gar nie gewollt. Er wollte nicht von sich reden machen. Und er hat seine Person deshalb eigentlich sehr, sehr stark zurückgenommen. Er hat immer nur, wenn irgendjemand mal dann ein Foto von ihm beispielsweise haben wollte zu einer Publikation, hat er immer nur ein Jugendfoto versandt. Bis zu dem Alter, wo er 50 war. Er wollte eigentlich keine öffentliche Person sein, kein Exponent der öffentlichen Meinung. Er wollte unbeachtet sein, weil nur im Unbeachtetsein ein von irgendwelchen Ambitionen unkorrumpierter Text entstehen kann. Er hatte ein sehr wechselhaftes Leben eigentlich. Dann hatte er einige Phasen, wo er einige Jahre wenigstens in Berlin fest war. Dann kommt eine Zeit, wo er in Biel, in seiner Heimatstadt, wieder lebt. Und dann eine Phase noch in Bern, bevor er dann in die Psychiatrie geht oder gebracht wird. Wie geht es ihm zum Beispiel in dieser Berner Zeit? Die Berner Zeit ist eine merkwürdige Zeit. Er hat diese zwei Epochen, die Sie genannt haben, hinter sich. Berlin zunächst das kommende Talent, dann fallen gelassen, im Gefühl gescheitert zu sein, zurückgekehrt nach Biel. Dort hat er seinen Schreibstil sehr geändert. Er hat gesagt, er hätte damals einen Feldzug gegen diejenigen eröffnet, die sich sozusagen über die Ehrfurcht lustig machen. Es kommt eine Periode sehr verinnerlichter Texte, sehr viele Naturschilderungen, Spaziergänge, die er beschreibt. Der Humor, das Anarchische in ihm verliert sich nie. Es ist auch die Zeit des Ersten Weltkrieges, wo er, glaube ich, sagt, vor diesen lauten Weltereignissen kann man eigentlich nur still sein. Und dann kommt Bern, er zieht wieder in eine Großstadt. Die goldenen 20er Jahre beginnen. Er war ja sehr, sehr orientiert, was alles passiert ist und was auch so die Stimmung in den kulturellen Sphären gewesen ist. Und er beginnt in dieser Zeit wieder experimenteller zu schreiben. Frecher, witziger. Er schickt auch die Leser manchmal sozusagen ins falsche Eck.
Und diese Zeit ist eigentlich von einem Neuanfang geprägt, von dem er selber das Gefühl hatte, dass er wieder viel jugendlicher schreiben würde als in Biel. Und das ist eben die Zeit der Mikrographie, die Zeit, wo er aus dem Bleistiftgebiet heraus zu uns spricht. Das sind eigentlich kurze Texte, also die Phase, wo er lange Romane schreibt, das betrifft eher Berlin. Ja. Und dann kommt diese Zeit, wo er kurze Texte mehr fürs Feuilleton, für die Zeitungen schreibt. Weil es immer beides gibt, nicht? Auch in der Bieler Zeit hat er einen Roman geschrieben, Tobold, der ist verschollen. Am Anfang der Berner Zeit hat er einen Roman geschrieben, Theodor, der ist auch verloren. Das macht eben auch diese Rätselhaftigkeit von Walser aus, dass man immer weiß, es ist einem schmerzlich bewusst, dass sein Werk nur in Teilen auf uns gekommen ist. Aber Tatsache ist, dass er sich im kurzen Prosastück und im Gedicht am wohlsten gefühlt hat und dass das die Hauptmasse seines Werks in den 20er Jahren ausmacht. Wie gehen solche Werke verloren? Tja, 1918, als er den Tobold anbot, das war die letzte Zeit des Ersten Weltkrieges, Wirtschaftskrise. Der Schweizer Buchmarkt war abgeschnürt eigentlich vom deutschen Buchmarkt, auch Devisenbeschränkungen, all diese Dinge. Und man hat sich irgendwie nicht getraut, ein Buch, was so scheinbar abstrahiert von der aktuellen politischen Situation zu bringen. Das war damals die hohe Zeit des Expressionismus, des O-Mensch-Pathos. Der Dichter greift in die Politik. Das hat Robert Walser in der Weise nicht tun wollen, obwohl seine Texte keineswegs unpolitisch sind. Aber er war ein radikal unzeitgemäßer und man hat dann diese Werke nicht gedruckt, den Theodor ebenso wenig. Und so sind sie verloren gegangen. Auf irgendeiner Redaktion oder in Verlagshäusern? Der Theodor ist wahrscheinlich verbrannt beim Rowohlt Verlag während des Zweiten Weltkrieges. Und der Tobold, der aus der Bieler Zeit, war womöglich in diesem legendären Koffer im Hotel Blaues Kreuz in Biel. Man weiß es nicht. Vielleicht taucht er auch noch auf. Nicht, das ist ja die Situation, von der wir schon gesprochen haben, dass permanent ja immer noch Texte auftauchen. Wir wissen es nicht. Er hatte Humor, er hatte Witz. Er hat einmal einen Vertreter, ich glaube eines Verlags, empfangen. Sie können die Geschichte besser schildern. Da ging es genau um diesen Theodor-Roman, diesen zweiten verlorenen. Konsul Hauschild, seines Zeichens Verleger des Gretlein-Verlags, hat ihn aufgesucht. So halb überzeugt, glaube ich, dass er Walser verlegen wollte. Und Robert Walser war von dem Besuch überrascht, machte die Tür auf von seiner Mansarde, wo er wohnte, hemdsärmlich. Konsul Hauschild sagte, er wolle Herrn Walser besuchen. Und Walser stellte sich vor als Cäsar, Diener von Robert Walser. Er würde ihn anmelden, machte die Türe wieder zu, kam nach 3 Minuten wieder, jetzt mit Jackett und Kragen. Der gleiche sagte, angenehm, Robert Walser. Und da hat sich natürlich Konsul Hauschild etwas auf den Arm genommen gefühlt. Und der hat dann gesagt, also das ist ein schrulliger Bohemian, dem offenbar der Ernst für geschäftliche Abmachungen abgeht. Aber ich glaube, Robert Walser wollte mit dem Konsul Hauschild auch nichts zu tun haben. Was war Robert Walser denn für ein Mensch? War er zugänglich oder war er eher verschlossen? Wie war er? Wie stellen Sie sich ihn vor? Es gibt ja leider sehr wenig Zeugnisse von ihm. Es gibt auch seine Stimme nicht auf Tonband oder nichts gibt es da. Es gibt nur sehr, sehr wenig Fotos, die man von ihm hat, sehr wenige. Die einzige wirklich gute Quelle ist eigentlich Frieda Mermet. Das war eine Wäscherin in der Anstalt Bellelay. Das ist in diesem Juradorf, wo Walsers Schwester Lisa wohnte, wo es diese psychiatrische Anstalt gab. Mit dieser Frieda Mermet hatte Robert Walser über viele, viele Jahre Kontakt. Und die hat ihn eigentlich als herzlichen, offenen, lachbereiten Menschen geschildert, der allerdings auch sehr schwierig sein konnte, misstrauisch sein konnte, verschlossen sein konnte, der es nicht ertragen hat, wenn ihm jemand so unecht entgegenkam. Und es ist tatsächlich so, dass Robert Walser es mit den sogenannten einfachen Leuten gut konnte, sich auch immer denen zugehörig fühlte. Mit dem mittelständischen Bürgertum hatte er so seine Mühe, mit dem Kulturbetrieb erst recht. Und
Er konnte dann aber auch vornehme Damen anschwärmen. Und das heißt dann auch im Räuberroman, dass eben ja, die bessere Gesellschaft ihn durchaus interessant findet und dass er dort eigentlich so, wo gewisse gehobene Formen dann da sind, dass er sich da fast spielerisch gern bewegt hat, wohlwissend, dass er dazu nicht gehört. Aber er hatte so eine gewisse ja, Bewunderung für Eleganz und auch für Reichtum. Obwohl er genau wusste, er gehört nicht dazu, er gehörte so in den, ja, dort, wo die normalen Menschen leben, da gehört er hin. Sie erwähnen Frieda Mermet, ich darf sie einmal eine mütterliche Freundin nennen. Ja. Eigentlich Frauen als Partnerin gab es nicht im Leben von Robert Walser. Ach, da weiß man relativ wenig. Ich glaube schon, dass sich Robert Walser mehrfach sehr heftig verliebt hat, dass er spricht davon, in Berlin so eine kleine Freundin gehabt zu haben. Wer das war, welche Intensität das hatte, weiß man nicht. Man weiß davon, dass er Ende des Ersten Weltkrieges um eine Frau in Biel sehr geworben hat, die ihm aber einen Korb gegeben hat, die Nein gesagt hat. Und das hat ihn offenbar sehr, sehr getroffen. Auch in der Berner Zeit gibt es zwei Episoden, wo sich Robert Walser offensichtlich über alle Haare hinaus verliebt, aber dann schon, glaube ich, nicht mehr den Optimismus hat, dass man das leben kann, sondern das eigentlich nur noch literarisch ausbeutet, als eine ungeheure Inspirationsquelle auffasst. Und es kommen dann sehr viele Texte, die auch sich über die Gefühle der Liebenden beschreiben. Aber das ist eben einer, der selber in dem Moment das schon von sich weggerückt hat, der das schreibt. In diese Berner Zeit fallen jetzt diese Mikrogramme, wo er also in einer millimeterkleinen Schrift schreibt. Warum schreibt er so klein? Warum schreibt er auf alle möglichen Honorarquittungen, auf eigentlich ganz zufällige Zettel und kleine Papiere? Ich denke, jeder Schriftsteller kennt dieses Problem, vor dem großen, leeren, weißen Blatt zu sitzen. Und Robert Walser hat Schreibhemmungen, Schreibschwierigkeiten lange gehabt. Und dann hat er sich eben unscheinbare Zettel genommen. Da ist der Anspruch nicht so groß, da ist der Druck nicht so groß. Dann nimmt er ein inoffizielles Schreibmedium, den Bleistift, der etwas Vorläufiges hat, etwas Privates gewissermaßen, der einem nicht wie eine Feder ein gewisses Schreibtempo diktiert. Und dann kommt eben dieser Rückzug ins Kleine. Ich denke, das war auch ein Rückgriff auf seine allerersten Anfänge beim Schreiben. Schon da spricht er immer davon, sich kleine Zettelchen zusammengeschnitten zu haben und darauf im Geheimen gewissermaßen geschrieben zu haben. Und das macht er nun wieder mit dem Bleistift. Und dazu braucht es zweierlei Voraussetzungen. Ich habe das selber mal probiert. Ich habe gedacht, wie kann man das machen? Und habe mich hingesetzt und gesagt, so, jetzt schreibst du mal ein Mikrogramm. Ich habe nach einer Viertelstunde aufgegeben. War alles verkrampft, Schultergürtel, Arm, das ging nicht. Und dann habe ich gemerkt, man muss vollkommen entspannt und gelassen sein, um so etwas zu machen. Man darf sich nicht hetzen, muss ganz, ganz ruhig das machen und man muss gleichzeitig eine vollständige Geistesgegenwart entwickeln, eine ganz hohe Konzentration. Man muss alle Außenreize ausschalten, man muss den Weg in den Vordergrund rücken, nicht das Ziel. Also es geht um das Schreiben selber, den handwerklichen Vollzug. Und dann kommt man so in eine merkwürdige Stimmung hinein, der vollkommenen Gelassenheit und der höchsten Geistesgegenwart. Und das ist offensichtlich für Robert Walser außerordentlich produktiv gewesen. Das sind nur so die Gedanken vor ihm und die Einfälle vor ihm aufgesprossen. Und er hat das mehrfach, dieses Glück, das eigentümliche Glück der Bleistiftmethode betont. Und trotzdem ist es etwas, was in seiner letzten Konsequenz, in dieser Kleinheit, rätselhaft bleibt. Also er schreibt das so klein und übersetzt es dann. Das ist dann nur der Entwurf. Das ist nur der Entwurf. Er hat dann viele dieser Texte, ich denke, vielleicht drei Viertel ins Reine geschrieben, etwa die Hälfte hat sich davon nur erhalten. Er hat das nicht etwa verheimlichen wollen, was er schrieb, was man anfangs gedacht hat, sondern das war alles Text, der für die Veröffentlichung
gedacht gewesen ist. Und er hat es, also die, nur die Geburt des Textes musste gewissermaßen im Geheimen und vollkommen abgeschirmt von allem öffentlichen Äußeren stattfinden. Und dann hat er es übertragen mit der Feder in normal großer Schrift. Und da spricht er auch dann von den wahren Qualen, die ihm das bereitet hat. Und das kann ich ihm also nachvollziehen. Allein den Punkt zu finden auf dem Papier, wo er denn jetzt gerade gewesen war, schon das ist ein Problem. Und dann das Lesen sowieso. Aber er hat wahrscheinlich den Text durch diese hohe Konzentration bei der Niederschrift, bei der ersten, noch relativ gut im Gedächtnis gehabt und konnte das memorieren. Und die Professionalität, mit der er dann mit der Sache umgeht, ist unglaublich. Er hat drei verschiedene Texte vor sich gehabt und hat dann zum Beispiel ein Prosastück daraus gemacht, Kombination. Dann nimmt er aus dem einen einen Teil, aus dem anderen einen Teil, aus dem dritten einen Teil. Er hatte das so präsent im Kopf, dass er das verschränken konnte. Und man steht also davor und glaubt es kaum, mit welcher Souveränität er dann auch damit wieder verfahren ist. Sie sprechen von dem Bleistiftgebiet. Welchen Anteil seines gesamten Werkes macht denn dieses Bleistiftgebiet ungefähr aus? Ungefähr ein Drittel. Also das, was sich erhalten hat. Wir müssen davon ausgehen, dass auch da relativ viel verloren gegangen ist. Und Robert Walser war ja beispiellos fleißig. Man hat ihn zwar für einen, er hat nach außen hin manchmal wie ein Faulpelz, wie ein Bohemian, ein Kneipenhocker, ein ewiger Spaziergänger gewirkt, aber er war beispiellos fleißig. Er hat jeden Tag, denke ich, ein Prosastück und vielleicht noch ein Gedicht geschrieben in der Berner Zeit. Und das Spazierengehen war dann sozusagen der Ausgleich. Der hatte dann ungeheuer Bewegungsenergie in sich und musste dann raus und musste unter die Leute, in die Welt und da auch wieder Dinge sehen und Stoffe finden. Und das ging also so hin und her. Jetzt ist in der Literatur immer die Rede von der sich abzeichnenden Gemütskrankheit, genau in dieser Zeit, wo also die Berner Zeit die Mikrogramme auch, wo er die Mikrogramme schreibt. Was ist das für eine Krankheit? Was ist da los? Das ist ein umfangreiches Kapitel. Ich selber spreche nicht von Krankheit. Ich glaube, dass Robert Walser am Ende der 20er Jahre total erschöpft und ausgebrannt und ausgeschrieben gewesen ist, dass ihn auch diese Einsamkeit, unter der er ja arbeitete, dass die für ihn ein Problem geworden ist, dass er zu viel getrunken hat. Ich denke, er hat damals pro Tag 2 Liter Wein zu sich genommen. Er war zum einen schonungslos exponiert. Als Autor musste er permanent irgendetwas produzieren und auf der anderen Seite kannte ihn eigentlich keiner. Er war auf dem Buchmarkt eigentlich nicht mehr präsent. Das letzte Buch, was er publizieren konnte, war eine Prosasammlung Die Rose 1925. Danach hat er noch 4 weitere Bücher versucht zu publizieren. Keiner nahm die. Und er war zwar in den Zeitungen im Feuilleton ganz gerne abgedruckt, aber er hat sich natürlich auch gesagt, wie soll das à la longue gehen als 50-Jähriger? Und es stießen natürlich junge Autoren nach. Die 20er Jahre waren ja eine Blüte aller möglicher neuer Talente. Und wie sich denn da behaupten? Und da gab es eine Krise Ende des Jahres 28, Anfang 29. Er konnte nicht mehr schlafen und er zweifelte, denke ich, auch an allem. Und da hat ihn dann seine Schwester Lisa zunächst zu einem Psychiater gebracht, der einfach nicht Zeit hatte, sich mit Walser zu beschäftigen. Und er wies ihn dann an die Waldau. Das ist eine Irrenanstalt bei Bern, wie man damals sagte. Und Walser sagte vor der Tür dieser Anstalt zu seiner Schwester, tun wir auch das Richtige. Ihr Schweigen sagte mir genug, heißt es dann später gegenüber Karl Selig. Und er ist sehr widerstrebend da reingegangen. Dann sollte er auch dieses Formular des freiwilligen Eintritts unterzeichnen und er wollte nicht. Er hat gesagt, es schade seinem Schriftstellernamen und er habe Angst, nie wieder rauszukommen. Und beides war dann leider der Fall. Jetzt wendet sich's ins wirklich Tragische. Ja. Also er wird dann 1933 in seinen Heimatkanton, wo er ja niemanden kennt, nach Herisau verlegt. Und er lebt dort noch 23 Jahre in dieser psychiatrischen Klinik und eigentlich ganz isoliert. Mhm. Wie kommt er denn jetzt da nach Herisau? Das war eine Organisationsreform in der Klinik. Es kam ein neuer Direktor, der sagte, in der Waldau in Bern, der sagte,
wir können kein, das war der, der hatte eigentlich fortschrittliche Gedanken. Der sagte, wir müssen mit dieser Verwahrungspsychiatrie aufhören. Und guckte sich die Patienten an und sagte, ja, Walser ist eigentlich entlassungsfähig. Teilte das der Schwester mit, die hatte wiederum Bedenken. Dann sagte er, ja, dann kann der Walser in eine offene landwirtschaftliche Kolonie. Dann sagte Walser, nein, also ich bin Schriftsteller, ich bin nicht Bauernknecht. Diesen Stolz, den hatte er noch. Ja. Er schrieb ja noch immer. Also er schrieb ja in der Walder noch. Wenn auch weniger, aber er schrieb noch. Ja, und dann war so eine Pattsituation. Und dann wusste man nicht, was soll jetzt geschehen. Und dann ging Lisa, die Schwester, in Bellelay zu dem dortigen Anstaltsdirektor. Und er sagte, naja, der Heimatkanton ist ja versorgungspflichtig. Und dann hat man einfach entschieden, Walser kommt dorthin. Und das hat Walser wirklich nicht wollen. Und ab dem Moment hat er offenbar aufgehört zu schreiben. Es gibt zwar immer noch Leute, die Walser auch in Herisau schreibend gesehen haben wollen. Aber wir wissen es nicht. Mhm. Er war dann vollkommen vergessen. Und wenn nicht Karl Selig, Mitte der 30er Jahre, konkret im Sommer 36. Ein Publizist und Schriftsteller aus Zürich, Karl Selig. Mhm. Wenn der nicht ein Buch von Robert Walser gelesen hätte, Jakob von Gundt, und so fasziniert davon gewesen wäre, dass ich sagte, den Autor muss ich finden und dann nach Herisau fuhr, wenn Karl Selig nicht gewesen wäre, wüssten wir heute wahrscheinlich gar nichts mehr von Robert Walser. Die Psychiatrie in der Zeit, ich denke an Deutschland, da war ab 1933 der Nationalsozialismus, die Psychiatrie, das hieß medizinische Experimente mit psychisch und Behinderten, mit psychisch kranken Menschen, das hieß ab 1939 Euthanasieprogramm, also wirklich Vernichtung dieses sogenannt lebensunwerten Lebens. Wie ging es denn Robert Walser in der Zeit in der Psychiatrie? Robert Walser ist Gott sei Dank von all dem nicht betroffen gewesen. In Herisau hat man eigentlich gar nichts mit den Patienten gemacht, man hat sie einfach arbeiten lassen. Also Robert Walser hat tagtäglich Schnüre gedreht, Säcke geklebt, Staniol verlesen und dergleichen. Es ist nichts mit ihm geschehen. Nicht wie in anderen Kliniken der Schweiz, Schockexperimente, Insulinschock und dergleichen hat man ja damals probiert, Cardiazolschockbehandlung und so. Also man hat mit ihm nichts gemacht, aber er war ja auch ruhig. Es war davon zwar die Rede, dass er Stimmen höre, aber wenn man heute diese Krankenberichte liest, ist man sich sehr, sehr im Zweifel, was damit eigentlich gemeint war. Man hat ihn einfach dort verwahrt. Karl Selig kam dann auch für die Unterbringungskosten nach einer gewissen Zeit auf. Selig versuchte 1936, 37 Walser rauszubringen aus der Klinik und es muss knapp davor gewesen sein. Aber er ist dann an dem hinhaltenden Widerstand des Direktors und der Schwester gescheitert. Und dann kam der Krieg und dann wollte Walser auch nicht mehr raus. Es war ihm dann lieber, in dieser Sicherheit zu leben. Und das Verschwinden war ja schon immer ein Thema bei ihm gewesen. Und er verschwand dann. Sie sprechen es an, die Stimmen, die er gehört haben soll. Es wird auch immer wieder gesagt, er wäre schizophren gewesen. Wenn ich ihn so zuhöre, dann würde ich sagen, aus heutiger Sicht hat er einfach ein schlimmes Burnout gehabt. Er war ausgeschrieben. Und dann kommen ein Haufen Zufälle zusammen, da landet er in der Psychiatrie. Es gab schon ein inneres Erdbeben bei ihm, da am Ende der 20er Jahre. Und er war diese Einsamkeit und diesen Produktionszwang schon auch ein bestimmterweise leid. Und er war auf der anderen Seite ja ein Mensch, der sich so in anonymen Gruppierungen, beispielsweise auch beim Militär, durchaus nicht unwohl fühlte. Und es ist merkwürdig, einen Monat nachdem er eingeliefert war in der Waldau, wird er vorstellig und sagt, er muss entlassen werden. Er müsse schreiben, er müsse seinen Beruf ausüben. Da hat man gesagt, ja, bleiben Sie noch. Nein, er müsse raus, es gehe ihm hier zu gut. Aha. Also diese anonyme Form der Umsorgtheit hat er durchaus nicht als nach nur negativ. Nach dem Leben, wo er so eigenständig. Ja, nicht nur negativ empfunden, aber sagt, er muss raus, da kann man nicht arbeiten. Und dann hat man ihm zugeredet, er solle doch noch bleiben. Er hat dann zwar noch weitergeschrieben und er war vollkommen unauffällig, er hat also keinerlei unverständige Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Er hat auch nie irgendwie etwas damit begründet, seine Stimmen würden ihm irgendwas befehlen oder so. Er war durchaus zugänglich, nur mit den Ärzten wollte er nichts zu tun haben. Mhm. Und das haben ihm die Ärzte dann so ausgelegt, er sei autistisch und er sei kontaktunfähig.
Und die Ärzte haben dann später auch die Authentizität von Karl Seligs Wanderungsbuch, was er nach Walsers Tod publiziert hat, wo er berichtet von den vielen gemeinsamen Wanderungen und den Unterhaltungen, die sie geführt haben. Die Ärzte haben die Sache angezweifelt und haben gesagt, das ist eigentlich nicht möglich. Walser hätte sich nicht mehr auf diesem Niveau unterhalten können. Walser wollte nur nicht mit den Ärzten. Karl Selig, Sie haben ihn jetzt als großen Förderer dargestellt. Ja. Er hat ihn aber auch, den Robert Walser, sehr abgeschottet. Ich habe den Eindruck, der wollte auch niemanden sonst ranlassen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Karl Selig ein sehr, sehr diskreter und nobler Charakter gewesen ist. Und es gibt eine Situation, 2 Jahre vor Walsers Tod, da kommt ein Psychiater aus Bern, Theophil Spörri, und will ein Buch schreiben über Dichtung und Psychose. Und der besucht Walser und es kommt da zu einer merkwürdigen Situation. Walser blockt zunächst vollkommen ab und der Arzt hat das Gefühl, ja, das ist ein typischer Schizophrener, und sagt, ja, es ist so, nach 20 Minuten sagt er dann, es ist ja auch ein Unsinn, dass ich aus Bern hierher fahre, um mit Ihnen zu sprechen. Und sagt der Walser, ja, richtig. Und in dem Moment fangen die an zu reden, unterhalten sich noch eine Stunde, und Theophil Spörri muss eigentlich sehr beeindruckt gewesen sein von der Unterhaltung mit Walser und schreibt dann auch einem Kollegen, Walser habe ihm sehr plausibel auseinandersetzen können, warum die Zeit des Poeten, des Literaten vorbei sei. Will aber Walser wieder besuchen. Und da hat dann Selig gesagt, nein, der will Robert Walser psychoanalysieren. Mhm. Und die Schwester Fanny wollte das auch nicht. Und da kommt es zu einem gewissen Konflikt. Aber das ist, wie gesagt, nach 25 Jahren, dass Walser in der Klinik war. Und in der ganzen Zeit vorher hat sich wirklich nur Karl Selig um Walser gekümmert. Robert Walser ist dann gestorben, eigentlich ein Traumtod, im Schnee während eines Spaziergangs. Das ist etwas ganz Merkwürdiges. Er hat diesen Tod mehrfach in seinen Werken vorweggenommen, 3-mal, dass jemand in den Schnee hineinläuft und dann stirbt, beziehungsweise ein Dichter, der im Schnee liegt und tot ist. Und er ist von Herisau zu einer seiner Wanderungen aufgebrochen. Er durfte immer am Wochenende und an Feiertagen raus. Es war der erste Weihnachtstag 1956. Er ist eine Anhöhe hochgestiegen durch einen Wald und dann kommt zu einer Stelle, wo man einen ganz offenen Blick bekommt. Dort steigt er noch 3-4 Schritte runter und dann hat ihn ein Herzschlag ereilt. Und man hat ihn dann dort im Schnee liegend gefunden. Sie haben es selber erwähnt, Sie haben sich nicht nur mit Robert Walser auseinandergesetzt, Sie haben auch Friedrich Glauser die Werke herausgegeben. Gleichwohl werden Sie eigentlich immer nur mit Robert Walser identifiziert. Wie kommt das? Ja, es ist natürlich auch eine ganz besondere Arbeit, diese Mikrogramme entziffert zu haben. Es ist ja auch sehr, sehr selten, dass ein Autor von diesem Rang so vieles hinterlässt, was unbekannt ist, und wovor man so das Gefühl hat, dass so viele geschlossene Grabkammertüren sind, also bis man zum ägyptischen Schatz kommt. Und dass Werner Morlang und ich das in 15 Jahren gemeinsamer Arbeit und dann nochmal 4,5 Jahre einsamer Arbeit von mir, dass wir das haben heraustüfteln können, ist natürlich schon etwas Besonderes und Einmaliges. Das wird sich in meinem Leben nicht wiederholen. Wenn Sie zurückschauen auf Ihre Forschung, lässt sich denn das Bild, der Mythos Robert Walser von der Realität Robert Walser überhaupt noch unterscheiden? Da hat Peter Bixel etwas sehr Schönes gesagt. Es wäre eine Unterschlagung von Informationen, wenn man zu Robert Walser nicht gleich auch den ganzen Mythos miterzählen würde. Das überlagert sich fast bis zur Unkenntlichkeit. Wobei ich glaube, es gibt auch falsche Mythen. Es gibt diesen Mythos, Robert Walser sei so ein melancholischer und schwieriger Dichter und so ein vollkommener Einzelgänger und so. Das sind, denke ich, Projektionen, die auf ihn nicht zutreffen. Robert Walser ist ein großer Humorist auch. Er ist sehr unterhaltsam. Er ist auch gar nicht schwierig. Und er ist ein unbeschreiblicher Mensch. Und ich hoffe immer, dass wir ihm nicht allzu viele Erklärungen und Bilder aufdrücken. Wir haben zwar jetzt eine ganze Stunde bald darüber geredet, aber das, was er selber gesagt hat, er möchte unbeachtet, unerkannt sein, das muss man auch immer noch im Kopf behalten und auch respektieren.
Wenn Sie jetzt so auf diese lange Zeit Ihrer Beschäftigung mit Robert Walser zurückschauen, was würden Sie sagen, wer ist Robert Walser für Sie heute? Ja, ich möchte fast sagen, er ist der gute Stern meines Lebens. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was aus mir geworden wäre, wenn ich ihm nicht in dieser Weise begegnet wäre. Und die Zufälle mich nicht immer so gütig eigentlich ja, auf seinen Pfaden gehalten hätten. Es ist ja ein ungeheures Privileg, sich mit einem Autor dieser Wunderbarkeit so lange und so intensiv beschäftigen zu können. Und ich habe mich sicher als junger Mann in ganz anderer Weise mit Robert Walser, mit diesem vagabundischen jungen Simon Tanner auch identifiziert, der sich ja so spät als möglich irgendwie festlegen will im Leben, der offen sein will für die gesamte Tiefe und Schönheit des Lebens selber. Heute merke ich natürlich, dass mein Leben etwas ganz anderes ist als Robert Walsers Leben, der ja so radikal war und der so viel Mut auch hatte, auch arm zu sein, ausgesetzt zu sein, der eigentlich nicht wusste, wo seine Zukunft hinführt. Und ich bin natürlich verglichen damit ein bürgerlicher Mensch geworden. Aber er ist bei all dem wirklich der gute Stern in meinem Leben. Herr Echte, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke auch. Die Lesung Robert Walser zu Ehren im Zürcher Kongresshaus mit 16 Schriftstellern, über deren Beruf Walser einmal schrieb. Die Dichter haben oft unheimlich lange Rüssel, mit denen sie die Zukunft vorausfühlen. Sie riechen die kommenden Ereignisse wie Schweine die Champignons. Dass die Nähe, dieses die Nähe war entzückend. Senf gab's genug und das Ganze war von feinstem Wein begleitet. Die Suppe war freilich etwas dick und der Fisch trug nichts zur Unterhaltung bei, aber das nahm ihm niemand übel. Gabel und Löffel klapperten lebhaft. Über die Tafel ergossen sich Soßen, die uns hinrissen. Besonders mich, der vor Lust förmlich leuchtete und schier verging. Ein eben recht harter, wackerer Braten sorgte dafür, dass die Zähne tüchtig zur Anwendung gelangten. Ich ließ mir es gefallen. Unter anderem wurde eine Ente serviert. Die Hausfrau lachte in einem fort ins Fäustchen und die Diener suchten uns dadurch zu ermutigen, dass sie uns auf die Achsel klopften. Köstlich war auch der Käse. Als wir aufstanden, flog jedem eine Zigarre in den Mund und ein Tässchen Kaffee in die Hand. Das Geschirr verschwand jeweilen, sobald es leer war. Wir warteten bis zum Hals in geistvoller Unterhaltung. Der Likör machte uns in ein schöneres Zeitalter schwimmen. Und als ich eine Sängerin hören ließ, waren wir alle einfach weg. Irgendwo im Ausland machten sich Dichter bemerkbar, wie Cervantes und Shakespeare, von deren Erzählungen und Theaterstücken man mit Behagen und Staunen Kenntnis nahm. Haushaltungen sahen sich erweitert. Forschungen fanden Anklang. Die moderne Frau fing an, sich zu entpuppen. Im Jahrhundert der zierlichen Manieren und spitzenbesetzten Manschetten hielt sich Jean-Jacques Rousseau auf der Bielersee-Insel fördernd und vorübergehend auf. Genannter verbreitete eine Menge zarter, sentimentaler Einflüsse und Wirkungen gingen von ihm aus, die man landschaftsanerkennend nennen kann. Ja,
Ich sinke ein und bin schon ein wenig am Vertrocknen. Ein bisschen bin ich schon verbrüht und verbrannt. Ja, ja, das kommt davon. Das kommt vom Leben. Alt bin ich zwar noch keineswegs. 80 bin ich zwar noch keineswegs. Aber ich bin auch nicht mehr 16. Ganz bestimmt bin ich schon ein wenig alt und verbraucht. Das kommt davon. Ich falle schon ein wenig ab und bröckle, mörtle schon ein wenig. Das kommt vom Leben. Bin ich schon ein wenig abgelebt? Kann schon sein, aber 80 bin ich deswegen doch noch lange nicht. Ich bin sehr zäh, das kann ich gut versichern. Hat der Klassenkampf wirklich seine Bedeutung, seine Berechtigung eingebüßt? Sind bisherige Gegensätze irgendwie ausgeglichen? Ich gleite über diese eminent umfangreiche Frage hinweg, deren Beantwortung ich einem Fachmann anheimstelle und freue mich, zur Kenntnis bringen zu können, dass doch wenigstens der Frühlingstraum mir treu blieb. Um den Klassenkampf ist es schade. Noch ist meine Frau wegen seines unvorhergesehenen Verlustes untröstlich. Ob dieser Klassenkampf der Frühlingstraum meiner Frau war? Das mag sein, wie es will. Wahrscheinlich kommt er nie wieder und meiner Frau bleibt nichts übrig, als ihrer Neigung eine andere Richtung zu geben. Ihrer Intelligenz ist zuzutrauen, dass ihr dies gelingen wird. Gibt es ja doch so viele Bücher von anerkannter Qualität. Sie klammere sich auch einmal an einen anderen als an ihren fortwährenden Klassenkampf, aus dem zum Beispiel ich mir nie sehr viel gemacht habe, obwohl dieses Bekenntnis ein Licht auf mich werfen könnte, das wie eine Beleuchtung meines Interessenmangels hinsichtlich des Fortschrittes der Gesellschaft aussähe. Manche Lichteffekte können indessen täuschen. Ich nehme an, dass dies hier der Fall sei. Hommage an Robert Walser, ein literarisches Fest im Volkshaus Zürich mit Lesungen, Interviews, Musik. In verstreute Prosa schreibt Walser: Bevor man zu Menschen geht, ordnet man sowohl sein Äußeres wie sein Inneres. Eine Bemühung, die in wenigen Minuten bei einigem Fleiß und einiger Geschicklichkeit beendigt ist. Man geht mit seinem Gleichgewicht und mit seinem Schmuck unter die Leute. Nicht aber mit den Zerzaustheiten und Aufgeregtheiten. Franz Hohler im Interview mit einem Psychiater Walsers. Robert Walser war ja als Schizophrener von der Anstalt Waldau gekommen. Wie äußerte sich diese Schizophrenie? Sie haben die Diagnose gesagt. Ich hätte sie nicht ausgesprochen, weil ich das als ärztliches Geheimnis anschaue. Ja. Aber wir haben es nun gehört und ich will Ihnen ganz kurz zeigen, wie sich das bei ihm ausgewirkt hat. Schon in jungen Jahren hat er immer wieder seine Verstimmungen, seine Depressionen, seine traurigen Zeiten gehabt, in denen er auch nichts leisten konnte. Ich werde mit mir am Ende sein, sobald ich mit Dichten fertig bin.